Das sieht nur heiß aus, aber ich bin heiß. Ich möchte sehen, wie du dich gerne rauskommst danach. Ja, fühlst du dich gut? Wird warm? Ich fühle mich geschützt. Auch geschützt? Ich fühle mich geschützt. Safer Urbex. Safer Urbex. Und in der Sicherheitsdienst kommt, wir müssen abbauen. Das hast du ein Problem. Bestimmt heute noch andere Leute hier am Feiertag. Ja, was ist denn das für einer? Keine Ahnung, wer das ist. So, Freunde, jetzt wird der Carsten eingenudelt. Mit Habe? Ist klar. Oder wird der schlecht? Ja, ja. Also, zu viel Umdrehung. Freunde, da braucht man keinen Alkohol mehr. Da kriegt man so schon die Umdrehung. So, jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Komm, lass mal wieder hoch. Die feine Dame, die kommt nicht klar. Uli sieht aus wie Meerjungfrau. Was sagst du, Carsten, hast keine Ahnung? Keine Ahnung habe ich. Keine Ahnung, ja, ich auch nicht. Was machen wir hier? Wir gucken am Bett. Gucken am Bett. Meine Freunde, wir befinden uns gerade hier im Möbelhaus. Ja, schon recht gigantisch, imposant, der Treppenhaus hier. Und ja, Carsten und ich, wir ziehen jetzt zusammen, ne? Ja, eine Stunde zusammen eine Wohnung nehmen. Ja, und so ein Strich, so ein Balken im Gesicht. Ja. Ja, wir richten jetzt unsere Wohnung ein, ne? Ja, tun wir jetzt machen. Tun wir jetzt machen, ne? Das, ich sag euch das. Mach mal, wenn's tun. Freunde, was da gibt, bleibt dran. Ja, Freunde, jetzt befinden wir uns hier ganz oben in dem Gebäudekomplex. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir hier so die privaten Büroräume gefunden und hier ist doch noch mehr als gedacht. Wir haben hier noch so einen schönen alten Schreibtisch mit einem Drucker, mit einem Taschenrechner, ein paar Aktenordner. Hier diesen übelst stylischen Glastisch mit dieser tollen Couch. Nun ja. Hä? Ihr seht halt den Inhaber und die Inhaberin. Inhaberin, hello! Ja, das wolltest du mir jetzt über ein Köpfchen werfen, ne? Jetzt haben wir hier noch eine kleine Küche.
Hm? Hier noch Licht? Geht hier noch Licht? Oh, leider nicht. Muss ich einmal die Latüchte hier zücken? Hm. Finden wir uns hier in der kleinen Küche mit so einem schönen Deckenventilator. Auch noch so richtig oldschool. Die Küche sowieso. Aber da denke ich mir, wir befinden uns hier in einem verlassenen Möbelhaus. Da hätten sie mal wirklich ein neueres Modell der verkauften Küchen, nee, der nicht verkauften Küchen, hier einrichten, einbauen können. Guck dir den an, was macht der da? Ja, ey. Boah, sieht stark aus, das Bild so von hinten. Sieht so aus wie so ein Agent. Wie ein Agent. Und kein Agent. Meinst du, sie sehen uns hier hinter? Ne, hat geblendet. Haben wir nicht gesehen. Ja, Freunde, jetzt befinden wir uns ganz oben auf dem Dächlein hier. Obwohl, nicht ganz oben, aber wir sind hier ein bisschen geschützt. Mit dieser Glasverkleidung hier hinter uns. Da unten sind überall die Leute auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, Autos. Ja, wir befinden uns hier, wie gesagt, Freunde, wir befinden uns hier mitten in einer Stadt. War schon skeptisch, hier reinzukommen, ne? War schon creepy. Ja, aber hat gut geglückt. Bisher ist uns keiner gefolgt. Und wir schauen uns definitiv hier noch weiter um. Vielleicht gehen wir nochmal in die große Haupthalle. Ich denke mal, das ist so mitunter das Highlight hier. Und dann schauen wir auch nochmal in die kleinsten Seitenräume im Keller. Da gibt es bestimmt auch noch was versteckt. Oh, Freunde, hat's geklingelt. Ja, 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 ich komme ja. Ich stehe schon eine halbe Stunde vor der Tür. Aha. Guck dir das an. Warte, gucken wir uns die Bude jetzt hier an, oder was? Die gucken wir uns jetzt an, ja. Ich habe schon tausendmal gestört, das macht aber keiner auf. Ja, die Tür war auf, kannst einfach reinkommen. Komm, geh mal rein. Jetzt gehen wir von ganz oben, abwärts Richtung ganz unten. Wir sind jetzt hier im privaten Bereich. Und ganz interessant, Carsten sagte gerade, das Ding, das hat bestimmt auch einen Bunker, ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ding einen Bunker hat. So alt wie die Kiste hier ist. Könnte, ne? Ja. So, Freunde, nicht, dass wir hier wieder Decay vom Feinsten haben. Man sieht's, einen schönen Wasserschaden. Hier steht's aber auch schon. Liebe Kollegen, bitte entsorgt eure Speisereste in den Müll, nicht in das Spülbecken oder die Spülmaschine, da umsonst die ständigen Rohrreinigungskosten über den Kopf wachsen. Ja, wahrscheinlich ist hier alles verstopft und deswegen tropft es mir auch schon auf mein Köpflein. Freunde, jetzt haben wir das Teil hier gefunden. Boah, jetzt haben wir... Lieber Scholli. So, Freunde, wer den Code kennt, guck dir mal dieses Hallenschloss hier an. Wahnsinnsteil. Mach mir Krach. Wahnsinnsteil. Jetzt ist noch was drin. Guck mal, Carsten. Das ist doch was für uns hier, oder? Ich wollte den Carsten gerade fragen, ob er die Flex mit hat. Aber jetzt haben wir hier an der Tür. Umkleide, Cheerleader. Also hier gab's echt alles, ne? Ja. Also. Ich bin leider keine Malheur, ne? Ne. Meinst du, man konnte hier auch Cheerleader kaufen? Ja, konntest du Cheerleader kaufen, für eine Stunde immer. So, Freunde, hier sieht man das. Hier ist die Glaskuppel von dem Haupttreppenhaus, also von diesem brachialen Ding, wo wir gleich nochmal reingehen. Hier im höheren Teil, wo ja, Verwaltung, Privat, Cheerleader-Raum. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ja, hier wäre ein Räumchen, hier haben wir noch so ein paar Sachen, die zurückgeblieben sind. Wie hier dieses, ich wollte schon sagen Motoröl, nein, Kühlerschutz. So, Öffnungszeiten. Ich mache ein Video hier. Entschuldigung. Öffnungszeiten, Parkplatz. 9.45 Uhr bis 15 Minuten nach Ladenschluss. Ja. Toilette-Defekt, also alles hier auch wieder, naja, schön billig auf Papier ausgedruckt. Und außer Betrieb. Im Stammer Max ist außer Betrieb. Herzlich willkommen in der Kreativabteilung. Oh ja, das. Also Freunde, wenn das hier nicht kreativ ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Wenn du hier reinkommst, das sieht aus wie in der Schule Technikunterricht, Holzverarbeitung, ne? Hier ist der Bunker. Ja.
Boah, das ist eine Scheiße. Freunde, das wäre geil. Also, wir haben den so lange gesucht, ne? Keiner wusste, wo sich dieser Bunker befindet. Man wusste nur, irgendwo soll er sein. Aber die wenigsten wissen wo. Wir haben ihn gefunden. Den Deko-Kommando-Bunker. So, Freunde, jetzt würde jeder YouTuber sagen, jetzt wird's heiß. Wir haben hier die Alarmanlage gefunden. Hm? Türcontroller, Alarmcontroller. Da steckt ein Schlüssel. Hm? Soll man den drehen oder soll man den nicht drehen? Ah, da kommt der Fachmann. Zwei Fachmänner zusammen, das gibt Kompetenz. Ja, wir haben hier so eine Alarmanlage, ne? Ja. Klingt geil, man. So, so zwei drauf. Und hier ist ein Schlüssel. Da könnte man die theoretisch einschalten. Drehen wir. Das schaltet was? Ich trau mich nicht. Da kam, da hat sich schon die erste Schweißperle zwischen Mütze und Stirn rausgedrückt. Ja, weiter geht's, in feiner Arabic-Samania. Von oben nach unten in die nächste Etage. So, Freunde, jetzt haben wir hier den ehemaligen Mitarbeiterplan des Hauses gefunden. Hier seht ihr jetzt, wer früher alles mal gearbeitet hat. Unter anderem bekannte Persönlichkeiten wie Rudi Assauer, kennen wir alle, Ingo Appelt, Hans-Werner Olm, Jens Lehmann auch und Helge Schneider. Also, guck mal, die haben ja alle mal gearbeitet. Marco Kerkeling, Herr Budran, Herbert Grönemeyer, Helge Schneider. Oh Mann. Krass, ey. Das war mal ein richtig gutes Haus hier, ne? Guter Trittbrett, ne? Warum das geschafft? Was für weite Freunde. Alter, über dieses Möbelhaus sind die alle zu Stars geworden. Guck mal, Carsten. Jetzt hat man hier so eine Schießanlage. So Panzer, ne? Ja, das war, glaube ich, weil wir haben ja hier hinter uns ein anderer Winkel. Wir haben hier die Schießanlage gehabt und wenn dann hier die Feinde hochgekommen sind, haben die von hier geschossen, damit die hier die Treppe nicht hochkommen. Ja. Wahre Geschichte, wahre Geschichte. Aber wahr. Ja. Jetzt laufen wir hier mal den Rundgang durch die einzelnen Abteilungen. Oh, da geht's auch aufs Dach. Ne, war keiner, schlicht nur der Wind. Keiner? Da ist keiner. Schon wieder gruselig hier, ne? Tja, Freunde, und hier würde ich sagen, haben wir uns im Bereich der Kinderzimmer wieder gefunden. Ja, ich denke mal, das sagt alles hier. Die Räuberhöhle. Wobei gut, jeder Lost Place für einen Urbexer ist auch eine Räuberhöhle. Aber hier war es definitiv die Kinderabteilung. Ja, Freunde, schaut mal hier. Der Carsten gerade darauf aufmerksam gemacht. Wir haben hier die Kundentoiletten. Und selbst hier haben wir die magnetischen Schranken. Das heißt, hier konnte man nichts klauen. Zumindest nicht so einfach. Oder man hat sie so wie wir in Luftpolsterfolie eingepackt und hat sie alle weggebumst. Freunde, ich kacke in den Möhren, schaut mal. Ey. Hier geht tatsächlich noch der Strom. Das ist wieder mega. Na, Schatzi, jetzt hat der Laden hier auf. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen einrichten hier, ne? Jetzt können wir einkaufen gehen. Ich habe gesehen, da hinten in der Ritterabteilung, da haben die so ein schönes
Spielbett für uns. Ja, bitte. Wir haben Rummelbein, das ist ja das Bett. Mal gucken. Kann man hier mal gucken. Mit Schwert, oder? Ja. Hier, wenn wir hier so auch unser Schlafzimmer so gestalten mit dieser Ritteroptik, ja, das ist ja so ein bisschen urban, ne? Mit so Lanzen. Ja, Lanze zu Lanze. Entschuldigung. Wir suchen ein Bett. Können Sie uns was empfehlen? Doppelbett oder Einzelbett? Doppelbett. Ne, Einzelbett ist auch schön, ne? Im Keller? Im Keller? Nur für so hübsche Männer, nur im Keller. Also das heißt. Wir liegen immer gerne miteinander. Da müssen wir im Keller gucken. Okay, vielen Dank. So, Freunde, Carsten und ich, wir gucken jetzt weiter, was wir noch so ankriegen. Und vielleicht kriegen wir auch den Fahrstuhl an. Ne? Das wäre mega, ne? Ja, aber hier machen wir erstmal Strom sparen. Oh, ich habe immer einen Angst. Ja, geiles Deutsch. Ich habe immer Angst, hier ein Gewisch zu kriegen, aber. Jetzt haben wir hier einen V gefunden, ein Vögelchen, den Kakadu, den V, den anderen Kakadu. Jetzt packst du mal den Schlauch raus, oder? Jetzt hol ihn raus. Ja, dann wird das Video auf gelb oder rot. Nein. Oh, sei. Mach mal kurz einen Prozess, wir gehen mal ganz nach unten. Meine Freunde, Licht kann ich hier ausmachen, hier geht auch wieder Licht. Tursteinstudio. Oh. Freunde, richtig schick hier. Im schicken Natursteinstudio. Ja, das hier wie in diesem Keller, ne? Wir sind im Keller, ja. Also hier gab es auch im Keller auch noch mal eine Ausstellung. Ich habe jetzt eher mit Heizungskeller Schlag mich tot gerechnet. Ne? So Rohre, Gas, Wasser, Scheiße. Aber ne, hier war auch noch eine Ausstellung. Aber nichtsdestotrotz muss es hier auch noch einen anderen Bereich geben, ne? Also den richtigen Kellerbereich. Aber ich glaube, da können wir hinten gleich den Gang lang gehen. Aber jetzt haben wir immer noch nicht unser Bett gefunden. Nee, das sind mal Küchen. Aber hier gefällt mir auch nichts. Nee, nicht schön. Ja. Ohne Bett geht nichts. Ohne Bett geht nichts. Boden ist so hart, es sei denn, wir nehmen die Luftpolsterfolie. Wir nehmen die Folie, genau. Ja. Ja? Wir haben gerade festgestellt, die frische Luft kommt hier auch rein. Also entweder ist hier irgendwo eine Tür noch offen oder die Lüftung nicht läuft auch noch. Ah, jetzt befinden wir uns hier ganz unten. So, jetzt befinden wir uns hier im Bereich, wir vermuten mal, der ehemaligen, naja, eine Art Anlieferung. Aber eher. Ich denke mal für die Kunden, weil diese Laderampe ist ziemlich klein, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir hier mal langsam wieder raus. Versuchen wir auf die andere Seite zu kommen. Carsten? Ja? Komm, hier geht weiter. Ich muss aber fahren, ich kann nicht mehr laufen. Na, tun dir die Beinchen weh? Ja. Ja, warte. Wenn wir mit nach Hause, damit ich die aufs Bett transportieren kann. Ja. Meine Freunde, soweit sah das ja ganz schick aus hier, ne? Aber schaut mal jetzt, wo wir jetzt hier sind. Hier war mal ein Abgang. Und dahinter ist wieder die Haupthalle. Hm? Wir haben das hier einfach so billig verbrettert. Ja. Hinter den Kulissen sieht das meistens anders aus.